Was geht ab, meine Z-Fighter? Osari hier. Und heute dreht sich alles um unseren Archer Instinct Goku. Was kann er, was wird er eventuell noch drauf haben? Welche Teams kann man mit ihm bauen? Und wie macht er sich? Zuallererst, meines auf SC10. Euch will ich aber raten, ihn nicht auf SC10 zu bringen, denn er wird in Zukunft ein Event bekommen, in dem es einen Free-to-Play Archer Instinct Goku gibt. Wenn ihr da nicht Bescheid wisst, könnt ihr gerne mal bei meinen Videos vorbeischauen, da habe ich gewisse Videos dazu. Jedoch hat er in Zukunft so gesehen eine farmbare SC. Gut, meines auf SC10 im Dupe-System so weit gebracht, wie es geht. Falls ihr noch Dupes für ihn habt, würde ich mal spontan sagen, könnt ihr auf Crit gehen auf jeden Fall. Sein Niederskill ergibt den Göttern Realm of Gods bis dato Key plus 2, 120% auf jeden Attribut und in Charakteren Key plus 2 auf jeden Attribut 40%. Und wir wissen, dieser Dude wird noch ein Awakening bekommen, nur haben wir leider keine Infos dazu und wissen nicht, wann das passieren wird. Ich schätze mal, wenn es im Anime soweit ist, dass seine Form wieder ausgeprägt ist, sag ich mal. Passive Skill, Attack and Left plus 70% bekommt er so immer fix und einmalig, wenn seine HP, wenn unsere HP unter 50% fällt, bekommen wir Key plus 3, weitere 70% auf den Angriff und wir haben eine hohe Chance, gegnerische Angriffe zu dodgen. Kamehameha, prepared for battle, Godly Power over the Flash, the first awaken. Und man merkt schon, dieser Dude ist wirklich nicht fertig, so unfertig quasi. Aber in Sachen Teams ist bei Archer Instinct Goku die, was mich wirklich sehr, sehr reizt. Es ist das erste Mal, wo ich sagen würde, es gibt quasi kein bestes Team für ihn. Man kann mit ihm so viele Teams bauen. Es gibt so viele gute Variationen, weil seine Kategorie so viele gute Charaktere abdeckt, dass es mich wirklich gereizt hat. Ich habe wirklich lange überlegt, was kann man mit den Teams machen. Und im Endeffekt habe ich gesagt, wisst ihr was? Quasi das beste Team gibt es quasi noch nicht. Aber es gibt so viele gute Variationen, die wollte ich euch gerne mal vorzeigen, damit ihr auch mit euren Karten alles gehen könnt. Also, Beispiel 1. Dieses Team ist dann quasi so gesehen sehr, sehr, sehr gut, da sie sich wirklich sehr gut linken in der Hinsicht. Wir haben LR Goku Black, er teilt mit Fusion Zamasu, mit Goku Black und Rosé alle vier Charaktere, beziehungsweise alle vier Charaktere im Team auf der unteren Hälfte teilen sich so gute Linkskills, das sind ja quasi die einen selben Charaktere, bis zu 5 und 6, da ist schon ein immenser Bonus in dem Team. Zudem habe ich noch Blue Vegeta reingepackt, warum? Er gedupt ist wirklich sehr gut und er teilt mit gewissen vielen Charakteren ja auch links hier Super Saiyan. Er hat Fuse Fighter mit Fusion Zamasu, Prepared for Battle hat er, glaube ich. Doch, Prepared for Battle hat er. Und Over the Flash mit Archer Instinct Goku. Wenn ich so auf Papier sagen könnte, wenn mich doch jemand fragt, ey, was ist denn doch das beste Team? Dann würde ich vorsichtig sagen, das hier, weil sich das Team wirklich sehr, sehr gut linkt. Und bis dato müssen wir sagen, dass Archer Instinct Goku wirklich nur als Leader minimiert wird in diesem Team. Man merkt, er ist unfertig, er ist nicht schlecht, aber die anderen Charaktere sind tausendmal besser in der Rotation, sodass quasi Archer Instinct Goku ausrotiert wird. Genau. Gut, dann könnt ihr wiederum so ein Team bauen, wo ihr sagt, okay, ich würde gerne meine Heroes in dem Team haben. Wenn ihr euch dieses Team schaut, oh mein Gott, das ist genauso gut. Wir haben Archer Instinct Goku, Blue Goku, Blue Vegeta. Die zwei sind wirklich sehr, sehr gut. Teilen sich Warrior Gods, es gibt 10% Super Saiyan und so weiter und so fort. Kaioken Blue Goku. So oder so wirklich sehr, sehr gut. Teilt wirklich sehr viele Keyling Skills. Dieser Goku hier, Gatku, warum ist er hier? Er ist der beste Linking Partner für Archer Instinct Goku. Er hat jeden Linkskill von Archer Instinct Goku. The First Awaken Over the Flash, Godly Power und Prepared for Battle. Deswegen, wenn ihr jetzt quasi ein Team bauen wollt, was sich um Archer Instinct Goku dreht, in Zukunft fallen könnte das der Fall sein nach seinem Dokkan Awakening, dann ist dieser Dude auf jeden Fall dabei. Und ich hoffe, dieser Dude bekommt bis dato dann auch sein Awakening. Was ich hoffe, ist, dass der und der Agility God Goku mit dem Dokkan Event von Archer Instinct Goku erweckbar sein werden. Ich hoffe es. Beerus könnte zum Beispiel auch reinhauen. Er hat auch Godly Power Prodigies für Vegeta, weitere 10%. Wie gesagt, das war die Heroes-Variation quasi, um es mal kurz zu fassen. Dann gibt es auch quasi eine Villains-Variation oder das Team Ningen. Ein komplettes Ningen-Team, wo wirklich Archer Instinct Goku nur der Leader ist. Ihr seht schon, mit diesem Team geht wirklich sehr, sehr viel. Wenn ihr mich fragt, ist das Team hier wirklich eines der besten quasi? Aber ihr könnt auch mischen. Ihr könnt auch ganz klar mischen. Oder, beziehungsweise mischen und sagen, ey, ich würde gerne ein Team meine besten Charaktere nehmen, meine Charaktere, die am weitesten im Hidden Potential sind. Und das wäre dann quasi bei mir dieses Team hier. Dieses Team funktioniert genauso gut, Leute.
Wir haben Archer Instinct Goku L, Rosé, Rosé, Goku Black, Blue Vegito und Vegeta. Es ist quasi ein Mischmasch, aber es funktioniert. Titans Link Still Prepared for Battle hat mehr oder weniger jemand, die meisten. Beziehungsweise in dem Team die meisten, jeder. Rotation könnt ihr zum Beispiel behalten: Vegeta Blue, Vegito Blue und Rosé und L, Rosé. Da kommt Goku Black rein. Goku Black könnte ich mir auch in dem Team, habe ich mir oft überlegt, dass ich ihn raushau für Kalken Blue Goku zum Beispiel, weil diese bessere Keylinks, Key gibt's. Aber Leute, ihr seht es, man kann da wirklich sehr variieren. Wenn ich zum Beispiel das Team nehme, wo ich wirklich gesagt habe, ich nehme die besten Dupes, die am meisten gedupes sind, dann habe ich über 90.000 Angriff, das ist insane. Ihr seht schon, mit dem Team kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Ich würde gerne wissen, wie ihr euer Team so aufgestellt habt. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren wissen lassen oder einen Screenshot auf Discord oder Twitter senden. Darauf würde ich mich sehr freuen, denn hier geht wirklich sehr, sehr viel. Und das lässt mein Herz so erblühen, ja. Dass man wirklich so viele Teams mit einem Leader machen kann. Und das hat mich wirklich das meiste an Archer Instinct Goku interessiert, wegen seiner Kategorie. Gut, das wären so die Teams zu ihm. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was kann denn überhaupt Archer Instinct Goku auf SN10 unerweckt. Bis gleich im Kampf. So Leute, das Szenario zu kreieren war wirklich schwer, denn Archer Instinct Passive wollte ich auf jeden Fall triggern. Wir müssten ja unter 50% sein mit der HP, das haben wir geschafft. Nun haben wir Ki plus 3 für 7 unten waren das, weitere 70% auf den Angriff und hohe Chance gegnerische Angriffe zu dodgen, genau für 7 Runden. Heißt, wir haben jetzt 140% auf den Angriff, 70% Death, wir haben Typenvorteil, wir sind im Boss Rush zwar, das ist die erste Stage, aber wir wissen, dieser Cell hier hat keine Passive, was ihn tanky macht oder so. Wir haben alle Linkskill getriggert, dank dem Goku, dies wiederum heißt, Kamehameha plus 2500, Godly Power plus 15% auf den Angriff und The First Awaken plus 25% auf den Angriff. Jetzt bin ich wirklich auf sein Damage Output gespannt. Das ist das, was man am meisten von ihm rausholen kann. Das Maximum. Und wie ist unser Damage? Was? 2 Millionen Schaden. Jetzt schon unerweckt. 2 Millionen Schaden. Ach du Heiliger. Wir haben alles aus ihm rausgeholt und er macht 2 Millionen Schaden, dieser Dude. Er hat uns nicht enttäuscht. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie es sein Team macht in einem Event. Bis gleich. Wir sind schon mitten im Kampf und zwar dachte ich mir, aus aktuellem Anlass machen wir auf jeden Fall das Event von dreifachen Gotenks, da der neueste Leader ist, das neueste Event. Aber, ich habe folgendes Team genommen und zwar das Team, wo die Charaktere am besten gedupt sind. Würde ich mal gerne gucken, wie das Ding funktioniert. Aber wie gesagt, Leute, bei den Teams gibt es wirklich sehr, sehr viel. Und das ist einfach das Geile an diesen Dudes. Und ihr merkt schon, unser LR Goku Black, LR Rosé, unser Masso, muss auf jeden Fall mit einem Rosé oder Goku Black in der Rotation sein. Das werde ich jetzt im Prinzip auf jeden Fall darauf achten, dass wir das so schnell wie möglich hinkriegen. Denn ihm fehlt ganz klar Key, seine Homeboys Game Key. Und wow. Blue Vegeta nimmt ihn wahrscheinlich allein raus, das ganze Event. Deswegen werde ich mal vorsichtig sagen, dass ich ihn wahrscheinlich rausrotieren werde die nächste Zeit, damit wir auch sehen können, was Archer Instinct Goku im Team vorhat. Aber wenn ich ehrlich bin, ist Archer Instinct Goku der Charakter, der hier rausrotiert wird. Ganz klar. Nun müssen wir jetzt darauf achten, dass quasi, wir machen das Ganze so. Machen wir das Ganze mal so. Beziehungsweise, nee, kommt auf keinen. Okay, schade. Dass Rosé eben mit, zack, mit LR Rosé in der Rotation kommt. Er könnte auch Goku Black rausschicken aus der Rotation, damit sie in eine Rotation kommen als Duo. Das ist im Prinzip, macht nichts. Entweder Goku Black oder Rosé, einer von beiden sollte auf jeden Fall mit ihm in einer Rotation sein. Gut. So, das wird dann nächste Runde passieren, aber das macht nichts. Dann kann sich unser Boy LR Rosé hier stacken erstmal und sich vorbereiten. Und zack, machen wir das Ganze so. Und hier, let's go. Also Leute, wenn ihr auf die HP schaut, die haben 320.000 HP. 320.000 HP. Und die Sache ist, da geht noch mehr. Da wird noch wesentlich mehr gehen. Denn er ist noch unerweckt, unser Leader. Und man merkt wirklich, dass die Key fehlen. Archer gibt nur Key plus 2, Double gibt Key plus 4, da fehlen dann 2 Key, das merkt man auf jeden Fall. Wir hätten zum Beispiel mit Rosé hier ulten können. Das ist das, was halt quasi so bis jetzt noch das Schlechte ist, vorsichtig ausgedrückt. Aber das wird sich natürlich ändern, So, jetzt ist die Passive getriggert von unserem Archer Goku. Schauen wir mal, ob er dodgen wird.
wir hielen uns mal nicht, wir geben ein kleines Risiko, Typennachteil, aber wir sagen, ey, setz deine ultra-instinktiven Moves ein. Ja, GG, mach den nicht. Hoffentlich dann noch im späteren Verlauf. Ja, schauen wir mal. Wenn unsere Spieler auf 50% oder drunter auf jeden Fall. Aber gut, Doku Black klärt das hier. Nice. Jetzt ziehen wir uns natürlich, jetzt haben wir natürlich mehr. Davor war es bei 150.000 und drunter, wenn mich alles täuscht. Naja, jetzt die Rotation. Die ist jetzt GG, Jungs. Die ist jetzt GG, ganz klar. Wir haben Rosé mit ihm und ihr seht schon, er bekommt immens viel Key. Zur Sicherheit hielt ich uns trotzdem nochmal den Gotex sehr viel Schaden. Der Rosé ist noch nicht tanky. Und Blue Vegito ist dann ganz am Ende und wird rausrotiert. Die Rotation würde ich gerne so behalten, denn wenn einer der Super Saiyans kommt, bekommt man von Rosé noch Super Saiyan. Ist gar nicht mal so schlecht. Und zack. Nice, ja. Ob er Gotex ist dennoch. Gotex ist, na klar, aus seinem Event her. Ist er wirklich noch tanky. Deswegen finde ich immer schade, wenn neue Karten rauskommen, beispielsweise viele solche Art Transit Goku. Sie nehmen Art Transit Goku, gehen damit mit einem Team in irgendein Dokkan-Event und dann ist man quasi enttäuscht. Weil der Dude natürlich nicht seinen vollen Schaden macht. Deswegen finde ich es immer geil, erstmal zu sehen, was sein voller Schaden in der Meta momentan mit allen Passive getriggert, was am meisten geht, haben wir ja davor gemacht. Wir haben gesehen, er macht 2 Millionen Schaden. In einem Team in Dokkan-Event sieht es natürlich anders aus. Weil im Dokkan-Event Passive getriggert sind, unser Gegner tanky ist und so weiter und so fort. Oh, das könnte jetzt interessant werden, wenn ich ehrlich bin. Das könnte jetzt interessant werden. Ich denke mal, wir sollten auf jeden Fall mal sealen. Eine Ulti wäre verheerend. Und aktivieren wir mal Icarus zur Sicherheit. Let's go. Okay, nice. Aber danach defusieren jetzt die Gotenks und wir machen vollen Schaden. Beziehungsweise mehr Schaden. Ja. Ihr seht, das ist echt tanky. Vegeta Sauer. Okay. Aber gut, jetzt geht die Fiesta gleich ab. Und zwar jetzt. Let's go. Auch noch Eagle Type heißt, unser El Rosé wird hier alles durchbrechen. Es GG, kannst schlafen gehen, Junge. Let's go. So. Er ist mittlerweile bei 120% Angriff. Bin ich mir sicher, dass seine Passive. Uff, das sah so nach so viel Angriff aus. Oh, geil. Runter mit ihm. Und zack. Ja, wow, okay. Ich hätte wirklich wesentlich mehr erwartet, aber. Aber er ist dennoch tanky. Wir merken jetzt, wir machen natürlich Schaden, aber der Dude ist dennoch tanky. Okay. Jetzt schauen wir mal. Oh, okay, wir kommen noch einen Angriff. Ob in der nächsten Runde unser Arch-Trainer Goku das erledigen kann. Aber seine Pass ist nicht getriggert, was wird viel ausmachen. So. Oh, er ist gar nicht. Oh, geh ich mal zurück. Er ist gar nicht in der Rotation. Machen wir das Ganze so, ja. Oh, beziehungsweise erstmal Goku Black beenden mit seiner Ulti, damit es schön aussieht. Aber ihr merkt, da fehlt wirklich Key, Leute. Die zwei Key machen den Unterschied. Vor allem für die Hero-Charaktere. Alle anderen, also die Willens bekommen von ihrer Passive selbst, Goku Black, Rosé. Aber GG, so sieht das Ganze aus, Leute. Ich hoffe im Prinzip, das Video hat euch dann gefallen. Ja, am Anfang haben wir geguckt. Charakter selbst, nochmal Ob 8. Pillt ihn noch nicht auf SC10, er wird eine Farmerer bekommen. Teams geht wirklich sehr, sehr viel, das ist das Geile an ihm. Lasst mir eure Teams wissen, gerne in den Kommentaren, Twitter, Discord, Screenshot. Showcase, 2 Millionen Charme mit Outlets Goku. Insane. Und quasi mit dem Team Dokkan Event. Ich hoffe, es hat euch demnach gefallen, Leute. Wenn ja, gebt ihr ganz ein Like. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.